dummen Bauarbeiten. Hallo, Hallo erstmal. hallo, 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 irgendwann wird die Zeit stimmen, hallo. So, bei mir läuft schon. Das Ja, Erste, was bei die mir Leute läuft von mir auch, hören, aber es ist wird immer eine immer nicht Beschwerde. angezeigt. Ah, so. Wie viel Zeitverzögerung haben wir denn? Mehr als genug. Ah, bei mir sind es jetzt nur 4 Sekunden circa, das geht ja. Yay! Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das Internet so hält. Das werden Das wir dann werden wir sehen. sehen. Zur Not, das Problem kennen ja alle. Genau, so, wo sollen wir denn hin? Ein tödlicher Befall, ein tödlicher Befall, ein tödlicher Befall. Dann töten wir Befallen mal. Töten wir mal. Ja, also Spinnen. Radar tötet auch. Damit kennen wir uns ja aus. Ja. Unsere Zauberpferde sind auch weg. Hallo, Spinnen. Wow. Nicht gesehen. Ich sollte nicht so vorrennen. Ja, die ist erst später gespawnt. Na gut, dann war es nicht ganz meine Schuld. Nee, nicht ganz, nur halb. Oh, das sind Eier. Eier! Die machen Splash. Splash, Splatter. Die Spinne ist schon tot. Brauchst nicht weiter auf mich schießen. Ich habe nicht auf dich geschossen, ich habe auf den Stein geschossen. Ich habe vielleicht dich getroffen, aber ich habe nicht auf dich geschossen. Du hast mich getroffen, ja. Kann dir eh nicht wehtun. Zum Glück. Ich weiß nicht, wie oft ich schon durch dich gestorben Es ist mir ein großes Vergnügen, dich öfter zu töten. Richard? Richard? Richard, 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 Richard. Der Junge ist eingefroren. Er bewegt sich nicht mehr. Ja, er steht da. Richard. Ich kann nichts machen. Ach, jetzt. Oh, Er lebt wow. wieder. Du hast einen Megasprung zur Seite gemacht. Yay. Das war mega strange. Ich würde sagen, das hier ist ein Massengrab. Leiche der Nachtboten. Die Leiche eines vergifteten Nachtboten. Er hält eine weiße Blume. Gehen. Telefon! Wer ist denn da jetzt schon wieder am Telefon? Ein Telefon? Wie Ja. uncool. Obwohl, nee, finde ich nicht. Wird auf dem Handy auch noch angerufen. Wer ruft denn um diese Uhrzeit an? Ist das nicht ein bisschen zu? Ich muss dann mal ganz kurz dran gehen. Einen Moment. Ja.
Stell dich am besten irgendwo hin, wo nicht so viele Gegner spawnen. Schon aufgelegt. Ich habe einfach meine WhatsApp geschickt. Na gut. Für den Fall, dass das was Wichtiges ist. Alle eine weiße Blume. Hey. Hey, nicht da den. Oh, ich gehe einfach. Meine blauen Leuchtkäfer waren hier. Wir haben es wieder rausgeschafft. Es war auch keine große Höhle. The Night Runners are a plague. My men and I are the cure. Meine Männer berichten mir, dass du diese Spinnenhöhle ausgeräumt hast. Ich danke dir dafür. Diese Monster haben schon zu viele von uns auf dem Gewissen. Ich habe diese Blumen in der Höhle gefunden. Sieht aus wie eine Mondlichtblume, aber sie wurde irgendwie modifiziert. Vielleicht eine neue Sorte. Wenn du sie in der Spinnenhöhle gefunden hast, dann liegt es nahe, dass sie auf diese Weise diese Riesenspinnen erschaffen haben. Natürlich liegt es das nahe. Definitiv. Irgendeine Idee, wo sie hergekommen sind? Ich habe eine Wache. Ich bin eine Wache, kein Kräuterkundler. So rum. Sie ist eine Wache, ja? Da hat sie schon recht. Was ich über Blumen weiß, ist, für welche man im Gefängnis landet. Alcino dort drüben weiß aber ein paar Dinge über die Blumenfarm der Nachtboten. Vielleicht kann er dir helfen. Danke, das werde ich versuchen. Ah, Mondlichtblumen. Die Nachtboten bauen sie auf verborgenen Feldern im Norden an und verschiffen sie dann in den Süden. In der Föderation sind sie wegen ihres Gifts verboten. Woher hast du sie? Ich habe sie in der Schmugglerhöhle gefunden. Kommandant Albert hat gesagt, er habe einen Gelehrten im Dorf Asgra beauftragt, die Blumen zu erforschen. Er behauptete, dies diene dazu, die Felder der Nachtboten auszumerzen. Doch nun wissen wir es natürlich besser. Aber ich kann es nicht leben. Oh. Erinnerst du dich an den Namen des Gelehrten? Rada ist in einer Krise. Oh, was denn für eine? Sie möchte gerne von den Gameboy-Spielen die Speicherstände retten, aber das Programm arbeitet nicht mit ihr zusammen. Yay. Das Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Sein Name war Cataldi, aber ich bezweifle, dass er noch dort ist. Die Nachtboten haben das Dorf Asgra an dem Tag von Alberts Verrat niedergebrannt. Der Ort liegt jetzt in Ruinen. Trotzdem hat er vielleicht während des Angriffs einige Hinweise hinterlassen. Kann nicht schaden, sein Haus zu durchsuchen. Wie komme ich zu seinem Haus? Die meisten der Dorfbewohner von Asgra wurden in die Armensiedlungen im Freibauerviertel evakuiert. Aber einige sind zurückgekehrt. Der Dorfhäuptling und seine Familie weigern sich, das Dorf aufzugeben und bauen es in diesem Moment wieder auf. Gerade indem wir sprechen. Vorher nicht.
Genau, just in diesem Moment erst. Die hören auch damit auf, sobald wir fertig sind, mit ihm zu reden. Ja. Sie sind töricht, wenn sie glauben, dass die Nachtboten sie in Ruhe lassen werden. Aber vielleicht können sie dir helfen. Aber nur vielleicht. Ja. Ich werde sie zu Kataldi befragen. Das ist das, was Richard unterschlagen hat. Ja. Er wollte sich ein bisschen am Feuer wärmen. Wo müssen wir hin? Wow. Eine Runde. Wen interessiert's? So, dann reiten wir mal geschwind. Das hast du sehr elegant eingebaut. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Das war der Plan. Ich bin schon wieder am Verrecken, deswegen lassen wir sie gleich mal wieder verschwinden. Vorratsoffizier Salustiano. Ach du Scheiße. Auf dem Weg zum Dorf Asgra. Nö, nee, ich tue nur so. Perfekt. Toll! Könntest du uns auf deinem Weg dorthin helfen? Die Rationen der Wachen in Dorf Asgra werden knapp. Was brauchen sie? Nichts Ausgefallenes. Erlege bitte nur ein paar Hirsche auf deinem Weg dorthin. Das sollte mehr als genug Wild sein, um sie satt zu bekommen. Kein Problem. Sobald du genug Wild erlegt hast, bring es zur Vorratsoffizierin Dietra in Dorf Asgra. Sie wird es zwischen den Wachen gerecht verteilen. Danke nochmal. Kein Problem. Déjà vu. Hirschi. Obwohl, hier ist erstmal noch ein bisschen Erz. Verzögerung ist, kann ich mir vorstellen, ja. Wir haben nämlich im Moment eigentlich kein WLAN und generell spinnt hier alles schon seit Ewigkeiten. Wir werden aber auch nicht fertig mit dieser dummen Straße. Also die machen hier ja eh neue Internetkabel oder sowas, oder? Bessere Internetkabel, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Irgendwie hat das noch keiner verstanden, was die machen. Und das machen sie ganz viel. Ja, aber sie haben hier das ganze Dorf auseinandergebaut. So praktisch. Weil es geht ja nicht, sich nur eine Stelle auszusuchen und da anzufangen. Nein, man muss gleich das ganze Dorf abschirmen. Ich habe gesehen, wir müssen ja auch die Wölfe. Oh, wo seid ihr denn? Wölfe. Kann man nicht zu viele sammeln.
Hilfe nicht mehr auf, ja. Oh, wow. Und ja, es ist scheußlich, das kann man sagen. Ich hatte gestern... Also ich habe ja eigentlich schon von Anfang an das Problem, dass am Wochenende das Internet nicht immer entscheidet, nicht zu funktionieren. Aber gestern ging es auch irgendwie den halben Tag über nicht. Grab der Hirsche. Ja, kann kein Wild mehr fahren. Aber ich glaube, die Quest ist fertig. Die Quest ist fertig, ja. Jetzt haben wir... Aber dafür muss das 12 Meter 3 sein. Warum es keinen Hund gab, kann ich dir ganz einfach sagen. Ich hatte keine Lust, mit Party-Hintergrundgeräusch zu spielen. Aber meine Nachbarn waren laut. Deine Nachbarn? Ja, die haben... Der eine hat irgendwie eine Party geschmissen, der andere hat gehandwerkelt und ich bin dann mit der Betrachtung. Die Druckmaschine gewesen, die dann gesagt hat, nein, das ist mal ein Abschluss. Waren sie dann auch so Richtung Viertel vor 10? Das ist ziemlich bescheuert. Ja, sehr bescheuert. Ist doch voll viel Zeit, weil der eine mit der Party anhört, als ob da ein paar Leute mehr drin waren. Als erlaubt. Das ist aber verboten. Ja. Yay, ich glaube, die Wölfe sind fertig. Ja, die Wölfe sind fertig. Aber ich hab's sammeln lassen. Falsche Richtung. Ja, falsch, richtig. Da. Das war ein bisschen Heilung. Da vorne ist noch ein bisschen Heilung. Nein, der hat recht. Verdammt. Heiler braucht die Heilung selbst. Nein! Das kann durchaus mal passieren, ja. Verstehe ich nicht. Das ist mir schon klar. Dass Helga das nicht verstehen kann. Dass das Spiel so dumm ist, einen Heiler keine Heilungsfähigkeit zu geben. Ah, eine neue Teleportstrecke. Hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Heute frage ich jeden. Vorsicht, Reisender. Dorf Asgra ist ein gefährlicher Ort, an dem man sich heutzutage nicht herumtreiben sollte. Sie sieht irgendwie hübsch aus. Ich weiß. Ich hab dir Wild mitgebracht. Frisches Wild? Wenn das so ist, bist du jederzeit willkommen. Bitte, nimm dir etwas als Bezahlung. Ich nehme dich, blüpp, unterm Arm und weg. Also sie hat etwas gesagt. Das heißt, ich habe eigentlich eine Auswahl. Ich habe aber keine Auswahl und diesen ollen Waffenverstärkungsstein möchte ich nicht. Dann schmeiß ihn hinterher weg, Helga. Das ist meine neue Freundin. Bumm. Ha, hey! Ja! Ja! Lass Dietra! Lass was? Lass Dieter? Dietra! So heißt die sie! Form, ja, die weibliche Form von Dieter. Dietra! Spinde die. Oh.
jetzt gibt's eine Cola. Cola? Sowas Ungesundes? Ja. Sogar richtig ungesund, Cola Kirsch. Also wirklich. Ungesund, aber lecker. Falsche Richtung. Da oben ist der blaue Strich. Da reitet jemand auf einem Nilpferd. Nice. Ich will auch mal beim Nilpferd. Was Henker ist das? Ein Pilz? Das ist ein Pilz! Ja! Hier soll es auch eine Pilzplage geben in diesem Gebiet. Wie cool. Oh, guck mal. Wo bist du? Wo bist du? Oh. Da auch bei dir das Tierchen. Ja. Ja. Oh, hey! Oh, und guck mal, wie es da liegt. Als würde es schlafen. Das ist nicht da nett. Helga ist ziemlich gemein. Ja! Aber das bist du doch von Helga gewusst. Kannst du denn? Irgendeiner muss ja brutal sein, also ich. Heieieiei. Feindschutz der Harmonie, aber die Farbe. Ich kann im Moment nichts mehr aufnehmen, ich bin voll bis zum Glück oben nicht hin. Für, ist zum Glück auch nicht für mich, weil die Farbe, die ist echt geil. Ja, das ist ein richtiges Knallorange, aber richtig. Wäre dann was für Schleichfuß, aber... Mag der kein Orange? Hm? Mag der kein Orange? Schleichfuß ist halt ein Waldläufer und ein Waldläufer. Ja, aber das klang so, als würdest du sagen, ja, das ist was für ihn, aber eigentlich ist es nichts für ihn. Also habe ich gefragt, ob ja, er kein Orange ist. Ja, aber ich weiß, ob es besser oder schlechter. Ach so. Auch wenn es schlechter ist, dann ist es will mich der Spiel eigentlich verarschen. Vielleicht. Waren das schon mehr als 8 Pilze, oder? Da steht 20 Pilze. Ja, aber ey, jetzt hast du ihn weg. Ich kann nichts dafür, der macht das immer. Wenn er mit seinem Normalangriff, ich glaube, 3 oder 4 Mal angegriffen hat, dann macht er immer diesen Bash. Der stört mich auch massiv. Jetzt haben sie die Hälfte. Weil dann meistens die Gegner aus dem Fokus von mir selbst rauskommen. Ach, nicht grad, lass das. Jemand hat das Fladenbrot gerettet. Hör auf, von Essen zu reden. Ich kann nichts dafür. Wenn Rada einfach immer mit dem Essen hier reinkommt. Lass es unkommentiert und töten. Mick ist nicht gemeint. Mick hat nur gesagt, ich soll aufhören, von Essen zu reden. Aber das ist schwierig, wenn du die ganze Zeit mit dem Essen hier durch die Gegend läufst. Er hat dann gesagt, ich soll lieber ein paar Pilze töten. Weil er ist sehr böse. Das Spiel ist sehr böse zu Pilzen. Ja, das stimmt. Sie sind bestimmt sehr friedlich und lieb. Aber trotzdem wollen sie getötet werden. Ich finde die witzig. Auch mit den Zähnchen. Ja, die finde ich ja ein bisschen cooler als diese anderen Pilze aus dem früheren Gebiet. Ja, die waren nicht so cool. So allein wie die laufen. Hm.
Nein! Das Schlimmste daran, dass wir kein WLAN haben, ist, dass ich jetzt kein Troubleshooting machen kann. What the? Hast du eine Lösung gefunden? Mann, wir haben es geschafft. Stiefel des Bonus. 20 Pilze waren schon echt hart. Weil alles, was ich über das Ding gehört habe, ist, dass die Hardware nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Be careful in these rooms. Whoa. They're not safe. Jetzt habe ich was gefunden, das eventuell am USB-Port liegen kann. Da ist jemand alt. Endlich. Ich habe nach den Wachen gerufen. Hey, der Don! Aber nicht. Was? Entschuldigung. Ich weiß. Alte Männer bei Mick sind der Don. Ah. Bitte, du musst uns helfen. Was ist los? Nicht schon wieder Riesenpilze. Das haben wir doch gerade. Riesenpilze sind im Dorf aus dem Boden gesprossen. Sie lassen diese gesamte übrige Bauholz verrotten, bevor wir es bergen können. Bitte, du musst sie loswerden. Sicher. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Wir haben das ja gerade erst gemacht. Aber immerhin sind es diesmal nur Firmen. Ja, aber jetzt sind hier Menschen. Andere Abenteurer. Ja, ja. Verdient euch. Ist so süß. Gebiet. Guck mal. Jetzt ist sie tot und jetzt liegt sie da wie. Oh. Sie tot? Hat sie sich aufgelöst. Ja, jetzt hat sie sich aufgelöst. Ja, gut. Oh, oh. Rada will aus Frust Mario spielen. Na, ob das gut geht. Das weiß niemand so genau. Ob das gut geht. Mick! Helga! Was? Mick, sag Helga, sie soll aufhören, die ganzen kleinen Mäuse, Hamster, Ratten zu töten. Die tun niemanden was. Ich meine, die Pilze auch nicht. So. Waren das denn alle? Ja. Die Hauptquest waren nicht alle. Dann sollten wir nicht. Da haben wir jetzt schon 25 Pilze getötet. Yay! Yeah. Mann, wir sind so gut. 25. Das hast du schnell erledigt, Fremder. Dank dir können wir vielleicht einen Teil dieses Holzes für den Wiederaufbau verwenden. Aber du gehörst nicht zu den Wachen, oder? Was führt dich an diesen trostlosen Ort? Ich suche nach einem Gelehrten namens Cataldi. Cataldi? Cataldi? Er lebt auf dem Hügel zusammen mit seinen Assistenten Hofni. Hofni? Ja. Hoffentlich, würde ich mal sagen. Keine Ahnung. Ich habe ihm gesagt, er solle die Finger von diesem verdammten Mondlicht blühen lassen. Und sieh, wo uns das hingeführt hat. Weißt du etwas über Mondlichtblumen? Es riecht so nach Fladenbrot. Ich bin abgelenkt. Ich merke das schon. Ich kenne sie gut. Ihr natürliches Vorkommen ist das Kanusgebirge. Sehr gefährliche Pflanzen. Cataldi hat mit ihnen herum experimentiert für Kommandant Albert und Albert, ich will immer Albert sagen. Albert. Egal.
Naja, vielleicht. Kommandant Albert und einige maskierte Fremdlinge. Kurz danach haben die Nachtboten das Dorf niedergebrannt, um mehr Platz für ihre verfluchten Felder zu schaffen. Welche Felder? Ja, genau so. Genauso. Mann. Sie haben unschuldige Leute getötet, nur um noch mehr dieser verdammten Pflanzen zu kultivieren. Was ist mit Cataldi geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Sein Haus wurde während des Angriffs umzingelt. Fast so, als hätten sie es vor allem auf ihn abgesehen. Und du hast keine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte? Nun ja, Cataldi hat immer akribisch genaue Aufzeichnungen geführt. Vielleicht könntest du sein Haus durchsuchen? Es ist dort oben auf dem Hügel. Wenn er etwas von über Alberts Vorhaben gewusst hat, dann wird das wahrscheinlich in seinen Aufzeichnungen stehen. Ich werde nachsehen. Yay! Albert! Ja. Albert, Richard, Elgar. Elgar? Elgar. Ich habe Brücke gebaut und es hat gedauert 5 Sekunden, 10 höchstens. Kiste! Yay! Nein, Albert. Nicht mit Doppel-T, nur mit einem T. Wow. Spinne! Aber sie haben eine schöne Farbe. Ja, die Farben sind cool. Aber das war's dann auch. Ansonsten sind sie einfach nur nervig. Oh. Untersuchen wir die Steine. Abgerissenes Fragment eines Tagebuchs. Die Ränder dieser Seite sind eingerissen und angebrannt, aber immer noch lesbar. Forschungsbericht zur Mondlichtblume. 124. Fehlschlag. Meine Experimente mit den Mondlichtblumen sind weiterhin eine Enttäuschung für Kommandant Albert. Ich bin mit der Arbeit an meine Grenzen gestoßen. Was er verlangt, ist schier unmöglich. Egal welche Kulturform ich anpflanze, ich kann die Mondlichtblumen nicht so weit im Süden gedeihen lassen. Doch Espara wird von Tag zu Tag hartnäckiger. Diese Zauberin, von der er besessen ist, besteht darauf, dass ich meine Arbeit fortsetze. Ihr Name ist Reusa. Albert scharwenzelt ständig um sie herum und weicht nicht von ihrer Seite. Sie ist der Grund, warum er sich so bemüht, die Mondlichtblumen heranwachsen zu lassen. Sie sagt, dies sei meine letzte Chance. Wenn ich wieder versage, wird das Dorf Asgara leiden. Ist das nicht Asgra? Nicht Asgara? Ja. So wie sie gelächelt hat, weiß ich, dass sie es ernst meint. Ich habe gehört, was mit denen geschieht, die Alberts Lady. Versuchte mit unverschämten Anfragen Zeit zu schicken. Hügelschweife, Berylerze, was? Ach, Berylerze? Alchemistische Komponenten, deren Beschaffung Wochen hätte dauern müssen. Diese Frau ließ sie schon am nächsten Tag zu mir nach Hause liefern. Für wen arbeitet sie? Und was hat sie zu. Was? Und was wird sie tun? Wenn sie hat, was sie will, könnte der Nebelwind Hain den Blumen helfen? Die Bedingungen scheinen nahezu perfekt zu sein, aber die Patrone würde es nicht zulassen. Das Gift der Mondlichtblumen würde ihren heiligen Baum sicherlich innerhalb weniger Wochen töten. Wie läuft die Zeit davon? Alberts Schläger haben meinen Lehrling bereits auf das Kennelsgehöft versteckt. Wenn mir bald nicht etwas einfällt, werde ich ihm Gesellschaft leisten. Yay! Können die mal aufhören, hier dieselben Quests zu machen wie wir? Warum könnt ihr alle das untersuchen und ich nicht? Weil wir in einer Gruppe sind und ich das gerade schon untersucht habe, wahrscheinlich. Ich wollte nämlich den Leuten auch den Text zeigen, aber es ist nicht wieder aufgetaucht, das Symbol. Okay. Meine
Solange wir trotzdem zu zweit weitermachen können. Du müsstest doch jetzt auch haben. Zeige Debrand den fetzen Papier, oder? Ja. Gut. Gut, dann passt das, glaube ich. Dann passt. Was machst du mit... Hey! Helga! Hast du etwas gefunden? Nur diese Fetzen mit Forschungsnotizen. Verstehe. Nun ja. Hier steht, dass sein Lehrling zum Kennisgehöft gebracht wurde. Dort kultivieren die Nachtboten ihre Blumen. Sie halten die meisten ihrer Gefangenen dort fest. Wo ist das? Es ist eine große Farm südlich des Dorfes, aber dort wimmelt es von Nachtboten. Kommandantin Reyes sucht schon seit einer Weile nach einer Möglichkeit, die Farm anzugreifen, aber bisher ohne Erfolg. Offenbar schlägst du dich aber ungewöhnlich gut im Kampf. Vielleicht könnt ihr zwei ja zusammenarbeiten. Ich arbeite nur mit Helga zusammen. Und eigentlich arbeite ich immer gegen Helga. Helga ist auch schön. Das findet Helga nicht witzig. Nein. Warte mal kurz. Eins, zwei. Das war kurz. Nein, ich weiß, da ist ein Feuer. Ja, und ich wollte einfach mal ein bisschen... Ich meine, es war Gegenstand nicht viel. Aufbereiten. War nicht viel, was ich machen konnte, aber immerhin. Nee, die Stiefel behalte ich mal. Der ist ganz schön rot. Es sind echt viele Leute unterwegs. Anita. Das ist so ungewohnt. Wie ich sehe, kreuzen sich unsere Wege erneut. Ich nehme an, du bist hier, um die Blumenfarben der Nachtboten auszumerzen. Ich habe ihre Patrouillen gezählt. Ich bin mir sicher, dass wir sie mit einem Sturmangriff besiegen können. Können wir nicht. Sie haben Gefangene. Verdammt! Schreckt denn dieser Abschaum vor gar keinem feigen Trick zurück? Wir müssen sie befreien, bevor wir einen Vollangriff durchführen können. Hast du Informationen darüber, wen sie gefangen halten? Einige Dorfbewohner und karteiltes Lehrling, also eigentlich unnötige Nebenrollen, die können wir opfern. Ja, perfekt. Den Gelehrten von dem Alcino, wie auch immer, gesprochen hatte. Ah, verstehe. Du brauchst ihn, um ihn zu befragen, nicht wahr? Nun ja, er hat den alten Mann beim Anbau der neuen Mondlichtblumen geholfen. Er ist kein Freund. Padanas. Wenn du uns hilfst, die anderen Gefangenen zu befreien, gehört der Junge dir. Cool, kriegen wir den dann als Sklaven? Das wäre witzig. Klingt gut. Und ich habe vorher Pandas gelesen. Pandas? Oh, ich will Pandas. Pandas. So. Jetzt mal gucken. Komm hier hoch. Wow, erschreckt mich doch nicht so, Mann. Taucht da einfach einer mit seinem Pferd so auf. Also wirklich. Hier ist noch ein Schrank, vollkommen intakt. Oh, man kann ihn aufmachen. Oh, da war Gold drin. Sehr verdächtig. Wo ist Helga denn jetzt schon wieder? Helga wollte was nachgucken, aber der Typ ist anscheinend tot. Da ist Helga. Jo. Mann, was für große Blumen. Aber hier ist kein Hauptmann zum Totern. Kein toter Hauptmann. Nö. Verdammt. So, was haben wir hier denn? Unwichtige Nebenrolle. Colin. The gods will see us through. Hilfe! Ich habe mich auf dem Nachhauseweg
die Fallen überprüft. Was? Ich habe auf dem Nachhauseweg die Fallen überprüft. Da hat mich eine Spinne von hinten erwischt. Mein Haus ist nicht weit von hier. Bitte bring mir das Gegengift, damit ich wieder gesund werde. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Mal schauen. Ja, richtig. Itzy bitsy spider. Wird vollkommen ignoriert. Oh. Die Tiere können auch über... Ja, wir haben die Erlaubnis, in sein Haus einzusteigen, aber da das hier ja eh ein RPG oder so weiter ist, wenn es möglich ist, gehen wir ja sowieso einfach immer rein. Ne? Ja, und hier liegt das Gegengift einfach vor der Tür. Ja. Und das muss auch noch jeder einzeln machen. Das ist nervig. Ah, jetzt sind die da oben wieder am Rumhüpfen. Ja. Oh, Kiste. Viel wichtiger als das Gegengift. Eine Kiste? Helgas Radar funktioniert wieder fantastisch. Oh. Hast du es neu geölt? Ja. Du bist gekommen. Danke. Brauchtest du das hier? Du hast mir das Leben gerettet, weißt du das? Hier, nimm das als Dankeschön. Dank dir werde ich bald wieder auf den Beinen sein. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Wir hätten uns noch viel mehr gefreut, wenn du uns mehr Geld gegeben hättest und mehr Erfahrung. Ein Haus, ein Hof, eine Frau, eine Familie. Moment. Ja. Ja, geht auch. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Da steht jemand. Ein hässlicher Knubbel. Was hat der für, was hat der für Beulen? Ich glaube, der hat ganz schlimmen Tumor im Bauch. Der macht ganz schön Aua. Und der ist, glaube ich, auch so von mir. Ja, der ist 25. So, und trifft natürlich auch in ein anderes. Aua. Der ist so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Hey, der ist so gut wie tot. Wir haben ein bisschen Hilfe. Ja. Wow. Der ist so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Fast töter als tot. Und das ist doch total. Er hat eine Kraft eingesetzt. Wow. Wow, das hat... Geh weg von mir. Da war ich zum Glück außerhalb der Reichweite, sonst wäre ich auch tot gewesen. Ich war ja nicht tot. Ich hatte gerade zuvor einen Trank eingesetzt. Jetzt bin ich gleich tot. Ah. Ich glaube, ich habe Verzögerung drin. Aber ich habe noch 1%. Ich muss nur warten, bis ich wieder einen Trank einsetzen kann. Ja, genau das Problem hatte ich eben auch. Wo rennt er hin? Mir hinterher? Ja, weil... das ist scheiße. Nein, oh. Was, der Stufe 2? Nein, Stufe 19. Okay. Ich weiß auch noch was. Ja. Ah, okay. Wenn der dieses bescheuerte Schild macht, darf man ihn nicht angreifen. Bei jeglicher Schaden, den man dann macht. Der kommt dann zurück. Ja. Dann habe ich vielleicht doch keine Verzögerung, dann war das das.
Alter, was geht denn hier? Und der kommt stark zurück. Yay! Aber wir haben ihn getötet. Er ist tot. Drachentalisman. Schon nicht schlecht. Toll. Und jetzt? Habe ich keinen Platz mehr. Rufen wir Amadeus und Sabrina. Ich habe aus Versehen einen Trank gerufen, aber das macht nichts. Ich habe noch ein paar. Ja. Ich wollte mein Pferd rufen, aber es war ein Trank. Yay! Dann reiten wir hier mal die. Yay! Birge runter. Das ist mein Pferd gestorben. Au! Was? Riesige Nachtrosen. 20 Stück. Genau. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Viel wichtiger sind die ganzen Kisten, die hier rumstehen. So, hier. Oh, du Richard Haus, hau ich dich. Helga, mein Held. Ich wollte den Typen anladen. Jetzt kann man den Typen anlabern. Hoffen! Der Götze hat seinen Tag. Endlich kommt die Rettung. Diese Nachtboten haben mich hier wochenlang festgehalten. Was ist im Dorf Asgrad geschehen? Lebt der gelehrte Kataldi noch? Was ist passiert? Er ist nicht hier bei dir? Nein, diese verrückte Reuser hat ihn zusammen mit den Kindern des Dorfs mitgenommen, als sie den Angriff von Asgra anführte. Albert verehrt sie wie eine Göttin, aber sie ist besessen davon, neue Wege für den Anbau von Mondlichtblumen zu finden. Sie sagt, ich würde die Kinder töten. Sie würde die Kinder töten, wenn wir ihr nicht helfen. Bitte lasst mich hier. Rettet die anderen Gefangenen. Okay, könnte das Spiel mal aufhören mit dem Sound? Und dich, damit du die Kinder töten kannst. Du hast diesen dummen Sound gemacht, die ganze Zeit. Das war sehr nervig. Ich hasse dich. Stirb. Fall. Helga, da ist Helga. Ja. Ach, echt, really? Jetzt müssen wir. Ignoring. Wow! Theoretisch können wir jetzt auch hier die 20 Leute töten. Vier Stück haben wir schon, ist das nicht toll? Erst vier. Oh, da habe ich voll keinen Bock drauf. Gar nicht. Ich weiß, dass das nicht leicht nachvollziehen. Weil das macht so viel Spaß. Oh ja, total. Weil es bringt auch so viel Erfahrung.
Alter. Dank. Sie hat mich ja fast auch noch getötet. Ja, du konntest schneller wieder einen Trank benutzen als ich. Ja, nachdem ich erstmal vorhin weggelaufen bin. So. Wir haben noch 10. Doch noch so viele. Ja, aber wir kommen ja schon da angelaufen. Warum bringst du die Spinne mit? Vielleicht ist der Bestrat. Nein. Willst du das wissen? Ah, ich verstehe. Helga, die Spinnenflüsterin. Ach, sind die jetzt nur noch Aufseher? Das sind sie mir. Zauberstab der Gezeiten. Und der bringt mir nichts. Oh, ich kann wieder einen Trank ein. Yay. Wir haben 20 von denen getötet, ich kann es kaum glauben. Und dann können wir die Straße jetzt noch weitergehen. Yay, yeah, weitergehen. Ja, aber hier musst du ja durch das ganze Gebiet latschen. Oh, hallo. Kann man hier drüber hüpfen? Ja. Oh, Kiste! Kiste? Wie interessieren die Kinder, wenn es hier Kisten gibt? Oh, guck mal, hier ist sogar ein unwichtiges Kind. Das ist nur eine Nebenquest. Also wirklich. I feel scared. Isaac. Oder Isaac. Die Nachtboten haben unser Dorf überfallen und alles niedergebrannt. Sie haben Mama und Papa mitgenommen. Bist du verletzt? Kannst du laufen? Ich denke schon. Was denn jetzt? Bist du verletzt oder kannst du laufen? Ich denke schon. Anita wartet am Eingang. Los! Verpiss dich! Nein, wir bleiben immer noch stehen. Where are we? Rosende? Rosende.
Rette Diese mich! Namen. Diese Menschen sind gemein. Sind das alle? Nein, das waren noch mehr. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht haben. Bitte, ich habe Angst. Alles ich kann gut, schon mehr, bist jetzt kann in Sicherheit. Schon nicht mehr reden. Hallo Cedric, du hast wenigstens einen guten Namen im Gegensatz zu den anderen. Ich habe keine Angst. Wenn sie mir ein Schwert geben würden, würde ich diese Nachtboten alle selbst bekämpfen. Ganz schön mutig, hä? Haha, ich war viel schneller als all diese dummen Nachtboten, als sie mir auf den Fersen waren. Sie haben mich nur erwischt, weil ich versucht habe, für Aina? Ich kenne Aina nur als jungen Namen. Egal. Ein paar Blumen zu pflücken. Hey, könntest du ein paar Blumen pflücken und für mich zu Aina bringen? Ich kann diese anderen Kinder nicht im Stich lassen. Doch, kannst du. Wer ist Aina? Sie ist das hübscheste Mädchen in ganz Padana. Wenn ich groß bin, werde ich sie heiraten. Aber ich muss auf diese kleinen Kinder aufpassen, bis es für mich sicher ist, fortzugehen. Also werde ich diese Blumen niemals pflücken können. Schon gut, ich besorge dir welche. Du machst es toll! Sie wachsen auf dem Hügel nördlich der Farm. Der Hügel. Hügel. Ja, den Hügel. Kennst du den Hügel nicht? Den Hügel. Bring sie zu einer, wenn du fertig bist. Jo, machen wir. Mach ich. Und das werde ich mitkriegen, wenn ich drin. Einen Apfel an den Kopf schmeiße. Ja, das geht dann definitiv. Und wer bist denn du, ey? Bin ich zu nett. Nein, das kann nicht. Wow, wie hab ich das gemacht? Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Wow. Tor, jetzt dürfen wir zu den Typen zurück, den wir eben umgebracht haben, wo du gesagt hast, boah, was sind denn das für große Blumen hier? Das sind die Blumen, die wir jetzt pflücken müssen. Echt? Ja. Wie schön. Ja, hoffentlich ist der Typ nicht wieder da. Naja, ansonsten müssen wir ihn nochmal töten, weil wir sind gut. Oh, hier ist noch ein bisschen Heilung. Nein. Dein Inventar ist voll. Ja, mein Inventar ist voll. Und der Typ ist da. Yay! Dann kann man ihn vielleicht trotzdem umlaufen. Zu früh gefreut. Warum machen die Blumen ein nasses Geräusch, wenn man sie pflückt? Ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe, sie... Ah, da hinten. Wir spawnen schnell, weil mir fehlt noch eine. Ja, mir auch. Wow! Blumen gepflückt. Da bin ich tot. Helga? Ja, ich bin tot. Helga! Wo bist du tot? Ich seh dich nicht. Helga! Oh, ich hab dich... Ich bin das rote Kreuz auf der Karte, was du da sehen müsstest. Da, ganz hinten. Ja, der Typ hat mich einmal erwischt. Ich hab gerade Blumen gesammelt, fertig. Dann hat er mich getroffen, gleich gestunt und dann hat er mich totgeprügelt. So ein Arsch. Eigentlich müsste ich dich rächen, aber ich glaube, ich verschiebe das auf Weihnachten. Oh, Güte, ich werde dich Weihnachten dran erinnern. Ja, vielleicht sind wir Weihnachten auf Level, was war Level Cap 45? Dann machen wir den mit links platt, dann kann ich ihn dir auch ganz alleine erlegen. Ah, warte mal, Rache. Wie hieß das Lied noch? Dream On! Ja, ich glaube, da kommen wir nie hin. Da ist einer.
Can I help you with something? Bei den Göttern sind die von Cedric. Dieses verrückte Kind. Ich habe ihm schon zigmal gesagt, er soll sich von den Nachtboten fernhalten. Er hält sich ja für so bezaubernd mit seiner süßen Schwärmerei. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich seine Haut gerben. Also vom Verhalten gefällt sie Helga ansonsten nicht. Ja, war mir klar, dass es jetzt Helgas beste Freundin wird. Gleich gehen die zusammen Kaffee trinken und lästern über Richard und Cedric. Ach ja, diese Kinder. Nächstes Mal, wenn wir sie sehen, werden wir sie gerben. Ja. Ach immer, dieser Richard, der macht immer nur Blödsinn und der badet nie. Ach ja, Cedric, der sammelt immer nur Blumen und schwärmt von mir, wie hübsch ich bin. Das geht gar nicht. Ah, Kiste. Helga, schon wieder zu einer Kiste gerannt. War noch sehr beschäftigt. Ja. Irgendwann müssten wir mal wirklich so eine Folge aufnehmen, wo wir nur so einen Schwachsinn haben. Meinst du? Sollen wir mal einen Podcast machen? Ja. Oder wie auch immer noch. Und jetzt können wir sterben. Nein, wir können doch einfach runterlaufen. Autsch, Beinbruch. Wow, das hat ordentlich. Ordentlich. Das hat ordentlich kaum Schaden gemacht. Hallo, hoffentlich. Bei mir nicht. Ja. Ob die Horny schreiben wollten, aber das ist so. The roads aren't safe these days. Die Kinder sind in Sicherheit? Danke, ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass diese Frau sie gefangen hielt. Ich schätze, du hast ihr nun deine Antwort verdient, aber das sagt der Nachbote nicht. Oh. Es ist wahr, Cataldi und ich haben Reusard dabei geholfen, eine neue Art zu entwickeln. Es ist eine Mondlichtblumenart, die selbst in direkter Sonne wachsen kann. Ideal für die Kultivierung auf großen Feldern. Und da hat Albert nun Padana kontrolliert. Genau, er hat seinen Männern befohlen, das Dorf auszulöschen, um den Platz für neue Felder für seine geliebte Reusa zu schaffen. Aber die Mondlichtblumen sind sogar noch gefährlicher als sonst. Sie dürfen sich nicht vermehren. Bitte besiege den Feldhauptmann und zerstöre so schnell wie möglich die Kisten mit gesammelten Blumen. Klingt wichtig. Ich werde es tun. Und in diesem unauffälligen Schrank, Mick, ist ein bisschen Geld. Ja, den wollte ich ja vorhin schon die ganze Zeit öffnen, aber das durfte ich ja nicht. Weil Hoffni so... Ich komme bei Mario nicht besonders schnell vorwärts. Immer nur ein Level. Ja, so einen Stern, vielleicht zwei. Ich glaube, ich habe noch nie an einem Tag zwei Sterne gemacht. Aber ich habe es beinahe geschafft. Ich wollte eigentlich den Kopf haben. Ach, das ist ja nett. Hauptmann! Bist du dir sicher? Tschüss, Hauptmann! Faszinierend. Und der Chat bietet dir seine Hilfe an. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, dass die Rada alleine machen muss. Ja, definitiv. Wenn sie irgendwo massiv stecken bleiben, sag mir nicht, das tust du schon. Achso, das war schon. Dann
können wir hier abhauen. Ja, das ist ja auch eine Sache, die man üben kann. Spiele sollte man allgemein regelmäßiger spielen, damit man auch die Steuerung nicht vergisst. Ja, das ist wahr. Ich habe den Rauch von hier schon sehen können. Du hältst nicht viel von Heimlichkeit, was? Also, wie ist es gelaufen? Hast du den Lehrling gefunden, nachdem du gesucht hast? Oh jo, und die Gefangenen befreit. Ich weiß, sie haben sich rausgeschlichen, während du diesen ganzen Radau veranstaltet hast. Meine Wachen passen auf sie auf. Offenbar hat einer von ihnen ständig von Blumen geredet. Wie dem auch sei, gehen wir zurück ins Lager, um den Angriff zu planen. Klingt gut, wir sehen uns dort. Ja, stimmt. Am Freitag kriegt gerade noch ein bisschen mehr Jump'n'Run Training. Quartiermeister Ass. Das ist 2D, das lässt sich vielleicht auf das Mario umsetzen. State your business. Was zum Himmel? Wo kommt dieser Rauch her? Ah, das ist eine witzige Geschichte, weißt du? Hattest du damit etwas zu tun? Was hast du verbrannt? Die Tiere werden ganz verrückt. Ach, nichts Besonderes, nur ein paar Kisten mit Mondlichtblumen. Du hast was? Dieser Rauch ist hochgiftig. Die Tiere greifen alles in Sichtweite an. Wir müssen das wieder unter Kontrolle bringen. Jetzt. Ja, okay, hast ja recht. Wir kümmern uns darum. Das klingt schon besser. Hilft dabei, die wild gewordenen Wölfe und Hirsche an der Straße zurück zum Außenposten zu töten. Erstatte Bericht an Salustiano, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Bin schon dabei. Da sind wir dabei. So dabei will ich gar nicht sein. Nein, ich auch nicht. Niemals. Aber da wir sowieso da lang müssen, können wir auch wieder Wölfe und Hirsche töten, wie wir das schon so häufig getan haben. Ja, haben wir nichts Besseres. Eine Instanz. Ja, aber wir sind trotzdem zusammen. Ja. Ja. Eine gute Instanz. Also. Rauchverrückter Wolf. Der durch Felsen laufen kann. Nur ein guter Wolf kann durch Felsen laufen. Oh, guck mal, die töten sich gegenseitig. Also warum sollen wir die dann töten? Das war nicht die beste Idee, die ich hatte. Aber Helga kann das. Aber es hätte funktionieren können. So kleines Getier geht. Naja, wenn es eine ganze Herde ist. Hey, ich habe einen Trank eingesetzt, warum heile ich nicht? Das ist kacke. Töten mich doch gleich wieder, wenn ich mich aufpasse. Frage ist eher, warum ist es doch gleich ein Wolf? Eigentlich so widerliche Geräusche. Sind das die Hirsche? Das hab ich auch schon gemacht. Ich glaube, das sind die Hirsche. Ja,
zwei von jedem. Geschafft. Ich muss ja irgendwie wieder reinlaufen. Helga mag das. Hallo Salustino, Salustiano, whatever. Gütiger Himmel, ich habe dunklen Rauch in der Schlucht ziehen sehen, in die Schlucht ziehen sehen. Und dann sind die Tiere durchgedreht. Was war das? Ach, der starb vom verbrannten Mondlichtblumen. Du bist doch derjenige, der die Farm der Nachtboten angegriffen hat, oder? Hast du alle Kinder gefunden, die sie mitgenommen haben? Dank dir sind diese Kinder nun sicher in der Stadt. Also, dann drücke ich hier mal ein Auge zu, was? Zieh weiter, Bürger, und mach weiter so. Danke, aber du weißt schon, dass deine Aussage widersprüchlich ist? Ja, schon. Erst fragst du uns, ob wir alle gefunden haben, und dann sind sie sicher in der Stadt. Ja. Vielleicht ist es ihm auch einfach egal, ob wir alle gefunden haben oder nicht. Das doch, ihr habt drei Kinder gerettet, das reicht mir vollkommen. Das sind alle. Mehr brauche ich hier nicht. Alkino. Around here, we are the law. Ich bin erleichtert, dass du hier bist. Du wirst an der Front gebraucht. Anton Reyes hatte gerade mit der Planung eines Angriffs auf die Farm begonnen, als sie uns stattdessen angegriffen haben. Die Nachtboten sind hier? Sie sind an der Überführung an der nördlichen Schlucht. Die Kommandantin hat mir aufgetragen, dich sofort loszuschicken, sobald du eintriffst. Los, los! Bin schon unterwegs. Ich kann ja nicht mehr verschnaufen. Gehabe er sich wohl. Mein Inventar. Ist nichts, was ich hier verbrennen kann. So ein Mist. Toll, Magierzeugs. Mein Inventar ist voll. Oh, Lebensmitteltruhe zerstören. Ja, überlegene Lebensmitteltruhe zerstören. Ja. Die können wir mal nutzen. Naja, ein bisschen Platz. Den Rest muss ich später machen. So viel zum Platz. Ja, deswegen sage ich ein bisschen später. Ja, ich habe aus Versehen eine Kiste wieder geöffnet, also so. Grün hinter den Ohren. Ah ja. So, wir müssen hier lang, weil alle anderen reiten, laufen wir. Ach so, wir schließen uns nicht dem Gruppenzwang an, willst du das damit sagen? Ja. Oh nein. Elsa? Jeder hat wohl seine eigene... Nein, da ist er. Echt? Ich sehe dich nicht. Aber doch, da tötet jemand was.
Sollen wir 5 Stück? Dass sie eigentlich nur die Griffe kaputt machen müssen. Das wäre ja wohl zu viel verlangt. Wäre zu einfach. Hey, ach so, sind wir fertig. Ach, jetzt ist sie auf einmal von hinter der Brücke nach vorne gekommen. Okay. Wir haben es geschafft. Die übrigen Nachtboten ziehen sich in den Nebelwindhain zurück. Unglücklicherweise habe ich nicht genug Männer, um diese Schluchten zu verteidigen und einen Angriffstrupp für den Fluss zu schicken. Wir müssen uns ins Schloss von Padana schleichen und uns um Albert persönlich kümmern. Irgendwelche Ideen, außer dass wir das wieder alleine machen dürfen? Bagra, einer der Nachtbotenoffiziere, ist kurz vor dem Kampf ins Lager gekommen. Er hat sich meinen Wachen ergeben und sagte, er wolle zu uns überlaufen. Wir hatten noch keine Zeit, ihn zu befragen. Er ist unsere beste Chance. Wenn es einen Weg gibt, wie wir Albert ausschalten können, dann wird Bagra das wissen. Dann wollen wir ihn mal fragen. Wir sehen uns dort. Geh vor. Ja, wir müssen zurücklaufen. Nein, ich wollte, dass die Reyes Obwohl, wir vorgeht. Reiten. Wir reiten auf einmal wieder. Ja. Helga hat ihre Meinung schon wieder geändert. Weibliche Hormone sind immer grausam. Reitermarathon. Bin ich schon so viel geritten, dass ich eine Trophäe kriege? Warum hab ich die noch nicht? Ich bin bestimmt schon mehr geritten wie du. Keine Ahnung. Was? Wer ist da? Sage dir doch, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Musst du mir glauben. Wie bist du denn hierher gekommen? Am Ende dieses Weges gibt es einen unwegsamen Pfad über den Ätzrensee. Der ist voll ätzrend. Die Patrouille der Nachtboten weiß nichts davon. Er ist nass und man muss teilweise... Ach nee, es geht über einen See, Mann. Man muss teilweise von Stein zu Stein springen, aber er wird dich ungesehen über den Fluss bringen. Warum erzählst du uns das alles? Für Kindesentführung habe ich mich nicht gemeldet. Anfangs haben die Nachtboten lediglich Schmuggelware transportiert. Illegalen Alkohol, seltene Tiere, sowas alles. Doch dann hat Kommandant Albert übernommen und seitdem haben wir schreckliche Dinge getan. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Warum dann bis jetzt warten? Und ja, ich bin mir sicher, dass Helga mehr geritten ist als Richard. Nein, glaube ich. Was ist? Mein Gewissen hat nur eine Weile gebraucht, um aufzuholen. Das ist alles. Ich bin im Herzen ein echt guter Kerl. Okay, diese hochtrabende Magierfrau ist verrückt. Sie jagt uns Dutzenden in die Luft. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Du willst mit allem nichts mehr zu tun haben, merke ich schon. Sie hat einen Außenposten in der Nähe des Schlosses, eine Gruppe überlebender Wachen zusammengetrommelt. Ich weiß, welches Ende das nehmen wird. Tatjana leitet einen Außenposten im Norden. Warum ist das jetzt schon wieder Tatjana? Keine Ahnung, woher weiß Richard das? Kann er das riechen? Wer steht da? Ah, das hat ist das Parfum von Tatjana. Ich habe meine Kameraden getötet. Ich bin kein Dummkopf. Ich weiß, wie der Hase läuft. Sperr mich ein, wenn du willst. Ist mir egal. Ich will nur nicht in der Nähe dieser Magierin und ihrer verdammten Feuerbälle sein. Danke, du warst sehr hilfreich. Ja, aber ich glaube immer noch, dass die Aussage mit Tatjana falsch war. Aber egal. Dieses Spiel hat so einige Ecken und Kanten, die falsch sind. Zum Beispiel dieses unzerkupfte Frühlingsreh, was hier einfach so rumsteht. Ja, lass sie doch. Ja, ich kann es ja auch nicht töten. Ja, siehst du, sie haben ihre Mittel und Wege. Ah, das kann sie töten. Zumindest angreifen.
Ja, ich bin aber nur dran vorbeigelaufen. So, da wir von Stein zu Stein springen wollen. Ich will nicht angeln, ich will nie wieder angeln. Oh mein Gott, wir sind voll von Stein zu Stein gesprungen, hast du das gesehen? Ja, gut, ne? Über diesen voll schlechten Pfad, den niemand sehen kann. Hat der doch eine Scheiße gelacht. Feuer! Yay, yay! More spiders? Is there no end to these beasts? Ich bin gekommen, so schnell es ging, als ich davon erfahren habe. Diese Sorza-Frau hat es tatsächlich geschafft, den nördlichen Außenposten zurückzuerobern. Unglaublich. Okay, ist das nur bei mir so, oder hast du da auch ständig so einen komischen grünen Sprühnebel, der darunter kommt bei ihr? Nee. Okay, weil das sieht irgendwie aus, als ob sie gekotzt wird. Na gut, sie könnte deine Hilfe wahrscheinlich gebrauchen. Und ich beabsichtige, ihr die zu geben. Aber dafür brauche ich dich. Ich kann eine kleine Gruppe mit Männern über den See schmuggeln, um Tatjana zu helfen. Aber jede vorbeikommende Schildwache würde uns entdecken. Könntest du den Pfad entlang gehen, jegliche Schildwachen der Nachtboten eliminieren und eine ordentliche Ablenkung initiieren? Anita, nichts lieber als das. Und nein, ich glaube nicht, dass Helga da am Kotzen ist, weil wenn Helga so viel kontinuierlich kotzen würde... Helga steht auf den Knien von... Bei mir standst du auf den Knien von Anita... Okay. Ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Wuhu! Echt? Ich will auch einen. Oh Moment. Da war ich kriege keinen. Ich hab keinen. Yay! Mäh. Nur noch eins, zwei, drei Stück, dann habe ich diesen Scheißsegen auch endlich voll. Ja, der nächste wird bestimmt noch schlimmer. Ich befürchte es, ja. Oh. Hallo, Händlerin vom Hof der Raben. Was hast du denn für tolle Gaben? Ich höre dich nichts Schönes für uns. Kinetischer Puffer. Gewährt 10 Sekunden lang Immunität gegen Effekte forcierender Bewegungen und verhindert so, dass gegnerische Angriffe deinen Charakter gegen deinen Willen ziehen, rückstoßen oder werfen. Wow. Glänzendes Karmesinrot. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich könnte immer noch die Pupsbombe kaufen. Schilder, Rauchsignal, ein Arbeitsvertrag. Wow. Okay. Spannend. Braucht man sehr unbedingt. Sehr schapannend. So, wir müssen einfach hier lang. Verbessern das Spielerlebnis, definitiv. Die Pupsbombe? Ja. Ja. Riesenloch im Boden. Huch. Links oder rechts? Meine Blauen sagen hier lang. Ja, aber das Ganze ist hier. Ja, aber die blauen Sternchen haben hier lang. Da sind auch Gegner. Der ist uns freundlich entgegengelaufen. Und jetzt ist er tot. Ja. Und er ist tot! Aber ja, wahrscheinlich müssen wir eh in beide Fall Richtungen gehen. Ich würde erstmal links hingehen, weil da ist ein Feuer. Und ein Briefkasten, der einem nichts bringt. Sollte auch irgendwas sein. Das ist wahrscheinlich erst, wenn wir das andere gemacht haben. Warte, da kommt einer.
alle in den Rücken. So. So, und jetzt können wir, glaube ich, die andere Richtung machen. Ja, die können wir gleich machen. Da ist eine Kiste. Ja. Wir versuchen hier den Berg rauf. Helga hat's geschafft. Ja, ich auch. Er zählt nicht dazu, also müssen wir darüber. Yay! Jump around! Tauchen überall welche auf, die nicht dazugehören. Auf ins Schloss. Hallo, ihr gehört dazu. Ihr habt nämlich das Hauptquartier für euch entschieden. Dass ich damit keine Probleme hätte, aber warum? Keine Ahnung. Angezeigt. Echt? Ja. Ach stimmt, das ist ja bei den lilanen Sachen. Faszinierend. Ich dachte, da oben kommen wir nie hin. Was macht ja. Ich habe übrigens das Sicherheitsproblem. Was da wäre? Da habe ich keine Kräfte im Kauf oder Kräfte nicht auch. Ich habe genug Kräfte dabei, aber ich kann dir leider keine abgeben. Nee, ich habe mal welche gefunden. So. Noch 5. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder einfach nur so eine Weltquest mit den 20 Typen. Wie kann das sein? Wahrscheinlich. Deswegen sind es auch wieder 20. Ja, genau. Ah, der fängt an rumzuspacken, der Junge. Was? Nichts, alles gut. Helga hat wieder irgendwas Böses gesagt. Helga, du bist selbst der Hund. Helga hat nur eindrucksvolle Schultern bekommen. Diese Schultern, eindrucksvoll. Sagt das Spiel. Sind hier so viele Bögen drin? Ich weiß es nicht.
sind ja allgemein so viele Gegner. What the? Ja, wo sind denn eigentlich die anderen, die so schön mit uns die Quest gemacht haben? Ach, das ist ja nice. Gesundheit. Die liegen da alle schön in einer Reihe. Hauptsache, sie sind alle tot. Ja, das ist doch gut so. Was hast du denn gesagt? Ach so. Hm. Ja, der Chat ist von uns gegangen. Anita Reyes. Save the people first. Bevor du und Tatjana angekommen seid, dachte ich, wir würden diesen Ort nie wiedersehen. Aber hier stehen wir nun. Ihr habt beide Padana Hoffnung geschickt. Dieser Name. Letztes Mal hatte man sich so schön daran gewöhnt und jetzt ist man wieder raus. Mit eurer Hilfe glaube ich, dass wir diesen Kampf noch gewinnen können. Freut mich zu hören. Wir haben die Nachtboten vom Fluss zurückgedrängt und hier im Norden eine Stellung zurückerobert. Unser nächstes Ziel sollte sein, Albert selbst entgegenzutreten. Sprechen wir mit Tatjana und überlegen uns einen Plan. Gute Idee. Naja, der Chat war so still. Deswegen... Oh, ich wollte nicht. Ah, du hast den kann man öffnen. Und wie ich sehe, hat sie auch Kommandantin Reyes und ihre Wachen mitgebracht. Ich habe es geschafft, einige der Überlebenden zu versammeln und diesen Außenposten zurückzuerobern. Aber etwas bereitet mir Sorge. Albert Espera entstammt einer Adelsfamilie aus Sperios. Er könnte alles verlieren. Warum hintergeht er Padana auf diese Weise? Er dient einer Frau namens Reusa. Reusa? Sicher ist das kein Zufall. Die Spione meines Vaters sind auf der Suche nach jemandem mit diesem Namen. Offenbar heißt eine Magiererin mir vor diesem Angriff auf Telarion Reusa. Das muss sie sein. Sie arbeitet für Gideon? Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das habe ich eben schon gesagt, aber das ist egal. Reusa muss wohl für Gideon die Experimente hier mit den Mondlichtblumen überwachen. Dann schmuggeln die Nachtboten die Blumen in den Süden zu den Kultisten, welche wiederum für Prana geopfert werden. Das Schloss von Padana kann warten. Wir müssen diese Vorräte von Mondlichtblumen so schnell wie möglich zerstören. Was für ein Hin und Her. Ich bin dabei. Ich bin nicht dabei, weil mein Inventar ist voll. Ja, meins auch. Hin und her und her und hin. Aber ich will eigentlich nicht die epische Tunika zerstören. Die ist episch. Yay, ich habe ein episches Schwert der Briefe bekommen. Und ich habe schon ein Schwert der Briefe. Dann kann ich das andere Schwert. Nein, im Moment geben wir keine Stichworte für dumme Kommentare. Das ist das Problem, es gibt heute nicht so viele. It's good to see you. Ich hoffe, das reicht. Yay, ein epischer Zauberstab. Eckbett 21. Wow, der ist sogar besser als das, was ich da habe. Was? Ja. Was hast du noch für einen schlechten Stab? Oh, ich habe ihn aus Versehen zerstört. Den anderen, glaube ich. Ich glaube, den ich ausgerüstet habe. Ich hoffe es zumindest. Du bist schon 21. Lenken wir mal vom Thema ab. Das war dumm. Und ich suche jetzt Teleportstab. Warum? Weil wir... Was sind das hier für coole Blumen? Keine Ahnung. Weil wir da oben rechts hin müssen und wenn wir hier lang laufen, kriegen wir 2 Teleportstangen. Helga ist wieder auf Stangentour. Nebelwinter.
Aha, aha, aha. Helga und ihre ganzen Stangen. Stell dir mal vor, man würde die ganze Zeit so laufen. Oh Mann, was wäre das für Spannung? Ich habe Richards Stab nicht verunglimpft. Das wäre wie früher. Das ist eine böse Behauptung. Wer verunglimpft hier welchen Stab? Was hast du mit meinem Stab gemacht? Also wirklich. Helga. Der Chef wirft mir vor, dass ich ihn verunglimpft habe. Ja, hast du auch. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, natürlich. Aha, da behalte ich die Kiste für mich. Kannst du nicht. Ich klebe an deinen... Das ist ein Kipp nicht. Mhm. Aha. Ja. Pfeifende Schlucht. Ich höre kein Pfeifen. Aber Mann, sieht das cool aus. Ein bisschen unwirklich. Wie wäre es mit etwas Surrealem in diesem surrealen Spiel? Mann, so surreal. Yay. Wow. Beim Massieren eine Stadt aufgetaucht oder sowas. Ein Dorf. Unionshändler. Man kann hier drauf springen. Ich bin der König der Welt. Ich bin der Richard der Welt. Yay. Der Richard der Welt. Der Richard der Welt. Der Richard der Welt. Helga. Ja. Du machst mir meinen Richard-Moment kaputt. Oh, kann Helga ganz gut. Ja, das kann sie. Du kannst hier hin. Oh, wir sind... Wow, 29. Ja, hier sollen wir noch gar nicht hin. Nein, ich glaube auch. Aber so haben wir sie schon mal für später. Perfekt. Und können... diese wundervolle Teleportstange benutzt. Ja, sie gefällt Helga. Das merkt man. Ach, wie wär's mal heute mit... Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich habe nicht gefragt. Helga fragt nicht. Helga ruft. Nein, der Berg ruft. Ja, also Helga. Helga ist der Berg. Aha. Die Berg. Ziege. Willkommen zurück. Die Helga. Wow, wo kommt ihr denn alle her? Hast du die nicht gesehen? Die waren bei mir nicht da. Ein ganzer Schwarm hinter dir hergelaufen. Die waren bei mir alle nicht da. Ernsthaft? Ja. Ich meine, ja, das kenne ich. Ich war zu schnell. Apropos, Kisten verbrennen, das kann ich gut. Cataldi. Ja, der steht da. Ja, mit dem können wir reden. Feel so hopeless. Geh schon, ich finde dich auch alleine raus. Na schön, aber pass auf dich auf. Verpiss dich doch. Ich hol mir jetzt erstmal die Kiste. Wenn ich hier irgendwann hochkomme, so. Verbrenne ich diese Kiste hier noch. Niemand weiß das, warum der Bart grün ist. Aber das haben sie sehr häufig in diesem Spiel. Hm. Ist das irgendwie eine Hüpfquest oder kann man hier irgendwann nochmal durchlaufen? Keine Ahnung. Vielleicht ist die...
kann man auch nicht rein. Fisch. Kommt man bestimmt später noch hin von der anderen Seite. Ah, noch eine auffällige. Aber diesmal ist nichts drin in der auffälligen Seite. Guck mal. Albert ist aufgetaucht. Albert! Stärkung! Sonnenschlag! Aua! Du machst ganz schön viel Aua! Einen Moment warten, bis ich meinen Trank wieder einsetzen kann. Ah, hat doch so funktioniert. Yeah. Helga ist wieder da. Yay. Yeah. Und Reuser ist abgehauen, nachdem Albert tot war. I never thought it would come to this. Ach ja. Ach ja? Ja. Jetzt freut er sich auf einmal, dass er frei ist. Ja. Vorher sagt er noch, lass mich in Ruhe, ich schaff das schon alleine. Ach. Ja. Danke, dass du mir die Freiheit geschenkt hast. Mein Name ist Cataldi, ich komme aus, nun, was von Dorf Askra übrig geblieben ist. Ich weiß, ich hab dich gesucht. Oh, bei den Göttern. Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war. Aber Reuser, sie ist ein Monster. Sie hat alle getötet. Sie sagte, ich müsse einen Weg finden, wie Mondlichtblumen wachsen können, ohne Askra werde brennen. Und dann griffen sie an und nahmen die Kinder mit auf die Farm. Und bitte und danke und du musst sie retten. Alles in Ordnung. Die Kinder sind in Sicherheit. Meinst du das ernst? Ist der Albtraum endlich vorbei? O, gelobt sei für Sera. Bitte nimm das. Halte es von mir fern. Was ist das? Ein Kontobuch? Ich mag vielleicht ein Feigling gewesen sein, der es nicht wagte, gegen Reuser aufzulehnen, aber ich bin nicht völlig nutzlos. Albert und seine Nachboten haben hier alle möglichen Schmuggeloperationen durchgeführt. In diesem Buch habe ich alles aufgeschrieben, was ich während meiner Gefangenschaft gesehen habe. Vielleicht erweist es sich ja als nützlich. Vielleicht, danke. Hey! Toll, ein dummes Buch. Richard kann nichts mit Büchern anfangen. Denn er kann nicht lesen. Ah, du wir hast hätten auch einfach recht. Nur den Weg hier hochgehen können, du. Um zur Kiste zu kommen. Es ist selten, dass wir so einen direkten Weg nehmen. Das ist so ungewohnt. Das kennen die beiden nicht. Nein. Weil das sind ja auch Umwege, weil der direkte Weg ist ja eine Gerade. Ja. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann mal ESO spielen sollten, werden wir sehr viel Spaß damit haben, die unmöglichsten Wege zu gehen. Weil das machen wir hier schon. Das kann man da auch. Ich weiß. Und Beinbruch. Oh, guck mal. Der ist im Boden. Hallo. Hi. Der Boden will mich angreifen. Oh nein, wie furchtbar. Der Boden, der möchte dich angreifen. Tschüss. Yeah. Hallo Tatjana. Tatjana.
Tiana. Always choose wisely. Wir haben Kampfgeräusche vom Außenposten gehört. Was ist passiert? Ich habe gegen Albert gekämpft und dieses Kontobuch gefunden. Ich hatte also eigentlich Kochbuch haben wir gelesen. Das Kontobuch nicht gefunden, aber... Dann wäre ich in die Parallelwelt der Brückenwelt gelandet, wenn ich den Boden getötet hätte. Ja, das ist dann die im Steinwelt. Ich hätte annehmen müssen, dass er zur Verteidigung von Reusers wertvollen Mondlichtblumen eilen würde. Dieses Kontobuch führt alle Lieferungen in und aus Padana auf. Das, was noch schlimmer ist, es scheint ganz so, als hätten wir recht gehabt. Sie kultivieren dort die Blumen und schicken sie dann in den Süden. Aber das Prana wird in den Norden gebracht, zum Kanusgebirge. Da muss Gideon wohl dort sein. Und warum wirst du jetzt auf einmal heller? Egal. Sie leuchtet von innen heraus. Das sehe ich auch so. Und aus welchem Grund auch immer er das ganze Prana sammelt, ich werde ihn aufhalten. Doch zuerst müssen wir uns vorbereiten. Wir haben bereits gesehen, dass Gideon unglaublich mächtig ist. Und das wird er jetzt mehr denn je sein. Selbst mit Hilfe meiner Magie und deinen Talenten als Brandgeborener fürchte ich, dass wir ihnen nicht die Stirn bieten können. Was empfiehlst du? Also erstmal Level 40. Höchstwahrscheinlich. Hitzewallungen kann auch sein, ja. Ich weiß, dass du Erinnerungsfragmente sammelst, um deine Stärke mit Hilfe von Segen zu verbessern. Ich habe hier ein Stück eines Segens, der dir vielleicht im Kampf gegen Gideon helfen wird, wenn du ihn vervollständigen kannst, natürlich. Bevor wir die Festung der Gesichtslosen angreifen, solltest du die anderen Erinnerungsfragmente aufspüren. Och du. Was für ein Segen ist das? Der Segen enthält die Fertigkeiten und Kampfinstinkte eines legendären Gefährten des Kriegerkönigs. Der Kriegerkönig und seine Kameraden haben während des Bruchs vor vielen Jahren gegen eine Armee der Schattenbrut gekämpft. Du erinnerst dich an Telarium? Jede Hilfe, die wir gegen die von Gideon beschworene Schattenbrut bekommen, könnte unbezahlbar sein. Du hast recht, ich werde die anderen Fragmente finden. Yay! Was für ein Spaß! Ja, vor allem sehe ich eins. Yep, und wir brauchen noch vier. Eieiei, die Karte wird noch so groß, das ist so kacke. Ja, dann teleportieren wir uns mal nach Dorf Askra, würde ich sagen. Nach Askra? Ja, weil daneben ist der Halbmond, das nächste Stückchen. Wo ist denn Askra? Weiter unten. Ach, wie weit unten? Yay, so. Es ist Adas, das Dorf Askra. Yay. Ich hab's gefunden. Ah, war das wieder so anstrengend für Richard? Ja, es ist immer so anstrengend für Richard. Der kann nicht gut Karten lesen, der hält die meistens auf den Kopf. Jetzt sag nicht, das ist der Typ, den wir schon 2-3 Mal getötet haben. Und wenn ja, fände ich das ziemlich scheiße. Meinst du den Knubbel? Es ist der Knubbel. Oh.
Und das finde ich jetzt richtig scheiße, weil wir ihn schon getötet haben. Das ist wahr, aber ich sollte, glaube ich, vorher mal eben kurz irgendwas aus dem Inventar schmeißen. Weil ansonsten sammelt er das wieder nicht ein und dann stehe ich wieder da. Hab nichts zum aus dem Inventar schmeißen. Ist ja kacke. Yay, und da bin ich gleich schon wieder tot. Yay, und ich bin tot. Helga so, kann hier auch nicht Feuer kurz warten. So viel Leder. Ich könnte mal irgendwie... Wow, ich hab viel. So. Ich denke, das geht. An diesem Abschnitt ist, dass der Spacken wenigstens da ist. Und das ist wahr. Aber das war's auch schon wieder. Nein, hör auf, ihn anzugreifen. Jetzt bist du nicht tot. Richard, hör auf. Autsch. Ich hab mich erwischt. Toll. Nicht angreifen. Nee, ich greife nicht an. Helga belebt sich am Seelenfeuer wieder. Na gut. In der Hoffnung, wieder rechtzeitig da zu sein. Ich meine, gerade tauchen viele Leute auf, aber er hat noch ein bisschen über 50%. Nein, auf dich, Herr Blaster. Der steht in der Luft. Autsch. Ja. So verzaubert von diesem Skill. Wenn ich das getötet hätte. Ja, das kann meine Tränke gerade nicht einsetzen. Aber gut, da ist er gut. Erinnerungsfragment! Yay! Dann würde ich vorschlagen, reiten wir einfach mal hier die Straße entlang. Nein, schon wieder falsch. Hör auf, nach das aus! Ah. Nein, ich sitze fest. Der Weg ist zu schmal für Richard und sein Pferd. Ja, so kann man das auch nennen. Nur einmal die Woche ins Abenteuer zu ziehen, hat Richard
sehr dick werden lassen. Ja, definitiv. Corona nimmt uns alle mit. Das ist ein Altar mit einer Kiste. Kiste. So, aber wir entfernen uns wieder vom Halbmond. Meinst du? Vielleicht hat er auch sein Pferd tiefer gelegt, dann nimmt es auch mehr Platz weg. Ich stelle mir das nur sehr unangenehm vor, wenn die Beine so nach außen schlackern. Das ist doch nicht unangenehm. Nicht für Richard. Nur für das Pferd. Ja. Pferd. Ich glaube, die Kisten wurden alle mal von irgendwelchen Monstern gefressen und die sind dann gestorben und haben die Kisten wieder freigelegt. Das ist sehr gut möglich. Helga, ist es aber egal, weil Hauptsache Kiste. Aha. Taschenflip. Da ist in Hörweite, an. Ja. Sie ist gerade sehr wichtig am Lesen. Nein, es ist ja auch nicht Mick, das es gesagt hat. Der Chat hat das gefragt. Reifenjäger. Und greifen. Ha! Oh, warte. Die Kiste wollte ich auch noch gerne mitnehmen. Ich möchte auch gerne einen Greifen. Willkommen! Haben. In George Ramons Unterschlupf. Eine Banditensiedlung. Okay. Ist mir egal, ihr habt einen Taschenhändler. Yeah, Taschenhändler. Yay. 3 weitere Plätze. Woohoo. Ja. Dann könnte ich ja sogar vielleicht meine Post abholen. Das ist die Plätze wieder voll. Ja. Aber das ist egal. Helga mag das voll. Das ist ja eh nur Kram, den ich nicht behalten werde. Das ist egal, den kann man gleich verbrennen. Dann ist Feuer! Ja, ich werde dann jetzt auch einfach alles verbrennen. Das ist egal. Verkaufen. Ich brauche Platz im Inventar, also kommt alles weg. Ach, ist das schön. 63 Plätze. Ja, und ich habe sogar 12 Stück frei. Wow. Weil ich jetzt mal alles, was ich noch eventuell lösen und verkaufen wollte, geschrottet habe. Sowas tut Helga. Oh, das ist doch mal ein niedlicher Name. Hm? Warenlagerverwalter Pudding. Ah, oh, Pudding. Hallo, Pudding. Pudding. So, gut, darf uns ja wieder entfernen. Das ist ja irgendwo weiter unten sein. Stellt sich nur die Frage, wo? So, ein bisschen Zeug eingelagert. Ja.
Dieses Pferd, das nur zwei Gangarten kennt. Langsam und schnell. Ja, irgendwie finde ich auf der Karte nichts weiter. Vielleicht haben wir ihn noch nicht gefunden. Ja, dann reiten wir einfach mal. Zurück. Den Sonnenuntergang entgegen. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Reiten Richtung Sonnenuntergang. Das hast du sehr schön gesungen. Ja, ich weiß. Reiten, reiten. Oder wie war das bei Pfeife der Wausmann da im Wilden Westen? Rollen, rollen, rollen. Und ich muss sagen, das macht schon mehr Spaß als eins von diesen billigen Pferdespielen. Ich habe mir ja das. Aus sehr viel Erfahrung. Ja, natürlich. Ich sammle die Dinger. Helga springt einfach mal in den Tod. Nein. Ich hatte mir mal im Steam Sale das mit Bibi und Tina gekauft. Oder eins mit Bibi und Tina. Mit den Pferden. Und das Spiel, das ist nicht spielbar. Okay. Weil das ist von der Steuerung. Das ist eine Sackgasse. Beim Wille ist es auch ein Weg. Verdammt. Aber vielleicht ohne Pferd. Ich würde jetzt einfach mal... Ah! Ah? Aha! Ha. Was sieht Helga? Kannst du mit... in dem Berg gucken? Nein, Helga hat jetzt auf der Karte etwas entdeckt, was ihr nicht gefällt, aber auch wiederum gefällt. Hä? Was? Wir müssen wieder zurück in... das von Untoten geplagte Gebiet. Und unter anderem dürfen wir die Spinne nochmal töten. Ah. Wo genau bist du jetzt? Gudum, Patrouille durch die Ruinen. Ich bin zum Flüchtlingslager von Tristessa teleportiert. Okay. Dann war ich gar nicht so verkehrt, hä? Man kann mir nicht sagen, ich wäre da nicht gerade gewesen. Oh, und wir dürfen den Djinn nochmal töten. Ernsthaft? Ja! Das sind genau die drei Fragmente, die fehlen. Der Djinn, der Zyklop und diese ollen Spinne. Warum kriegt man das Ding erst jetzt, wenn man die Viecher vorher töten muss? Ich habe keine Ahnung. Das ergibt null Sinn, außer Schikane. Merkst du was? Ja. Das ist reine Schikane. Was war das denn, Richard? Er hat seine Helden, ist mit der Heldenlandung den Berg runter geslidet. War Helga ist irgendwo da hinten? Helga kann ja nicht warten. Ja, das ist zwar schon klar, dass der Djinn mehr Erfahrung gibt und so. Aber es ist einfach vom Prinzip her schon scheiße, weil wir haben die schon so oft gekillt und also den Djinn zumindest, und die anderen beiden haben wir auch schon jedes Mal einmal getötet und es zählt einfach nicht.
Aber sie ist wenigstens da. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ach ja, da ist die Hülle. Sie ist da und kann uns zigtausendmal töten, weil wir alleine sind. Naja, aber meistens tauchen ja ein paar Leute auf. Sie fängt schon an, mich wieder voll zu kotzen. Ich war so froh, dass wir diese dumme Spinne fertig hatten, weil die so ätzend war. Ich war so froh, dass wir die beiden Monster fertig hatten, weil sie nie da waren. Jetzt. Sie ist zwar da, aber wir müssen sie wieder tun. Vor allen Dingen war ich sehr froh, dass Leute da waren, die echt stark waren. Ja. Das hilft ungemein, wenn da Leute sind, die definitiv mehr Schaden machen. Kann man nicht irgendwie ein Notsignal senden? Oh, das wäre schön. Was macht das wieder, die ganze Scheiße hier auf dem Boden? Och man. Deine Reaktion, dich auch. Ja, ich war auf 43% runter. Aber guck mal, wir haben schon 6% geschafft, krass, oder? Ja, es wird irgendwie ein paar Stunden dauern, wenn wir die alleine machen müssen. Ich hoffe, dass wir die in ein paar Stunden schaffen. Nicht mal im Bereich und werd gefangen. Das ist so. Sehr gut. Vielleicht haben wir die 10%. Jawohl. Wir haben 10%. 10%. Cool, ich hab das irgendwie überlebt. Ist da zu dicht dran, weil er sich in die falsche Richtung gerollt hat. Du bist kein Frosch, jetzt bleib mal an einer Stelle stehen, ey. Kann sie nicht, weil sie dumm ist. Und warum muss die gerade keiner erlegen? Warum lassen uns alle hier alleine mit der bösen Kuh? Stolz auf uns, sag das nicht, du weißt, das ist Unglück. Ich hab's gerade gesagt. Ich bin sowieso die Erste, die stirbt. Ja,
Okay. Jetzt spielt sie wieder Porsche. Nicht mehr kommen. Ich schaffe den Quest noch alleine. Ja, wir haben sie ja fast getötet. Ja, eben. Sie hat doch nichts mehr. Sie hat doch nichts mehr. Sie ist doch nur noch Haut und Knochen. Das stimmt sogar. Baby-Armee. Ja. Ist ganz schön am Laggen. Ton leckt auch. Alles ja, leckt. Ja, ich hab's gehört. Eben einen schwarzen Bildschirm. Was? Ich hab nur noch. Ich hab schon wieder einen schwarzen Bildschirm. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es wieder da. Also, irgendwie, wenn ich zu nah. Boah, wie kacke ist das denn? Oh, ja, ja, ich sehe. Ich sehe, was du meinst. Ich sehe, was du meinst. Wie komme ich hier wieder weg? Weg da. Wenn man zu nah an die Höhenwände kommt, dann kriegt man schwarzes Bildschirm. Wie scheiße ist das denn bitte? Ja, hab ich gemerkt. Das ist echt kacke. Ja, absolut. Das ist Qualitätsarbeit. Auch aus dem Spinnennetz. Hallo, Micha. Oh. Oh, jetzt kommen wieder die ganzen kleinen Scheiße. Wollt ihr alle von mir? Die wollen geliebt werden. Und das ist so mega am Leben. Das ist unglaublich. Ja. Ich greife eine Spinne an und kurz darauf ist sie einfach weg. Und dann kommt sie von der anderen Seite und greift mich an. Was soll das? Die Verbindung ist schon so mega instabil, dass diese Tante echt bescheuert. Aber ich wollte mal eben bemerken, ob der Typ jetzt dabei wäre oder nicht. Hm? Was meintest du?
Was wolltest du anmerken? Wissen wir da nichts, nein. Ob der Typ jetzt dabei ist oder nicht, das macht keinen großen Unterschied. Nein. Wir schlagen außer, uns ganz gut. Weniger Erfahrung kriegen. Ich meine, der ist auch Level 23. Der ist nicht unbedingt so weit von uns entfernt. Ich bin wieder eingefroren. Bin ich froh, wenn wir dich durchhaben, also nochmal durchhaben. Nicht nur du. Aber immerhin, 18%. Alter. Wir haben den Hauptschaden gemacht. Ja. Und weißt du, was noch cool ist? Der hat uns nicht getötet. Doch nicht. Ach komm! Du bist gleich bei 10%. Ja, stimmt. Also das niedrigste waren 5. Also von mir. Oh, jetzt rennt sie wieder aus meiner Attacke raus, für alles Gute. Da sind überhaupt keine Spinnennetze. Warum kann ich wieder nochmal laufen? Ah, Kacke, Sterblos! Ach, shit. Das hat mich jetzt erschrocken. Renn rein! Jawoll! Komm schon, yeah! Geschafft! Oh mein Gott! Blöde. Ich hoffe, ich muss dich nie wieder sehen. Meine Fresse. Helga, das haben wir gut gemacht. Yay, yay, yay. Aber wir sollten hier wieder verschwinden. Ja, bevor die gleich wieder auftaucht. Schauen wir mal, ob der andere Klops auch da ist. Ich brauche erstmal einen Allgemeinwarenhändler. Ich habe jetzt nur noch 3 Tränke. Oh. Ich habe noch ein paar. Kann man hier wieder sein Pferd rufen? Ja! Nein, ich glaube, die sind jetzt. Ich habe mir das falsche Zeug gedrückt. Richard! Du darfst nicht aufsteigen, dann halt nicht. Ich möchte aber gerne wieder da.
gesagt habe. Hier aufsteigen dann. Warum habt ihr hier alle wieder Quests? Ey, das interessiert doch hier niemanden. Die tauchen immer wieder auf, die Quests. Da! Zeig mal, was du hast. Trank der Genesung, kaufen wir gleich 5. Maximale Menge, 100 Stück. Kaufen. So. 360.000 für Tränke ausgegeben. Also wirklich. Wer kann, der kann. See anything you like? See anything you like? I like auch noch ein bisschen Trank. Hier können wir auch schon wieder Sachen abgeben, oder was? Ah, 40. Ja, Helga ist schlimm. Wieso? Das ist eine schlimme Sucht. Daran arbeiten wir noch. Wieso? Der Chat meint, du bist ein Saufschlot. Ja. Du hast tatsächlich gegen eine Spinnenkönigin gekämpft? Du musst wirklich mutig sein, oder töricht? Was weißt du über sie? Die Legende besagt, dass Akabis, die Spinnengöttin, während des Kampfes der Götter gegen Physera rebellierte. Als Strafe für ihre Verbrechen wurde sie in Stücke gerissen und über ganz Lumios verstreut. Was ist mit den Stücken passiert? Sie sind alle zu einer Spinnenkönigin herangewachsen, riesige bestialische Spinnenfrauen, wie du sie in der Höhle gesehen hast. Meine Mutter sagt, sie war Erde und gebären unendlich viele Spinnen, um die sterblichen Rassen zu plagen. Ja, ich habe ihre Kinder getroffen. Verstehst du, Anführungszeichen? Mich schaudern. Ich kann nur beten, dass sie in ihren Höhen und verborgenen Unterschlüpfen bleiben. Zumindest werden sie hier oben nach frischer Beute suchen, solange sie da unten sind. Gutes Argument. Danke für die Geschichte. Ja, whatever. Und da hinten können wir noch irgendwie eine Geschenke. Oh, ich habe auch Level 21. Wuhu! Yay. Diese Dinger da draußen waren einst unsere Familie und Freunde. Ich hoffe, wir werden das nie vergessen. Weißt du etwas über diese Geschenkschachtel? Gibt es etwas... Ja. Gibt es etwas, bei dem ich dir helfen kann? Ich habe eine Geschenkschachtel gefunden, auf der dein Name steht. Eine Geschenkschachtel? Wie ist das möglich? Da sind ein heiliges Artefakt und ein Brief drin. Oh je. Was ist los? Diese Handschrift ist die meiner Mutter. Wo hast du das nochmal gefunden? Ich habe keine Ahnung. Es ist schon so lange her. Nicht auf einmal. Es tut mir leid, ein Untoter hatte das dabei. Ah, das habe ich befürchtet. Weißt du, es ist komisch. Als ich Mutter sagte, ich wolle Priester werden, war sie strikt dagegen. Ja, das weil ist komisch. Untot ist? Wirklich? Es ist wahr. An dem Tag, an dem ich Tristessa verließ, kam sie nicht einmal heraus, um mich zu verabschieden. Aber in diesem Brief steht all das, was sie nie zu sagen vermochte. Dass sie eine Untote ist? Du hast sie seitdem nicht mehr gesehen? Ich habe es versucht, als die Untotenplage gerade ausbrach. Aber als ich ankam, war es bereits zu spät. Es tröstet mich zu wissen, dass der Brief auch im Tod noch wichtig für sie war. Danke, dass du ihn mir überbracht hast. Ich bin froh, dass es dir hilft und danke für den Smoothie. Alter. Du müllst mein Inventar zu, Junge. Wir haben die grässliche Schlucht freigeschaltet. Yay. Und wo ist der Smoothie? Super Smoothie. Gleich mal zerstören. Super Smoothie.
Voll smooth. So, Karte will wieder nicht aufgehen. Doch, dankeschön. Super smoothie. Super da smoothie. Lang, da lang, da lang. Gut. Super smoothie. Heißen wir los. Über Stock und über Stein. Für Helga gibt es keine Wege. Nein. Aber weißt du, was mir auffällt? Natürlich. Nein. Es gab kein Update für dieses Spiel. Das ist wahr. Aber das Event ist vorbei. Oh, stimmt, du hast recht. Bäume und Pole sind weg, die nur sinnlosen Scheiß fallen gelassen haben. Das ist was anderes. Ja. Alles hat ein Ende. Mehr Blut. Kann ich jetzt gleich wieder aufsteigen, ohne dass mich jemand wieder vom Pferd haut? Laufend anschneiden. Ich hoffe, ich falle nicht wieder an die. Okay, bin wieder gekommen. Ja, vor der Brücke habe ich Angst. Ja, ich auch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich drüber bin. Ich glaube, bei Rada hat jemand die Luft rausgelassen. Weil sie so ruhig ist? Nein, sie hatte gesagt. Und ist sie da? Natürlich ist es nicht. Da? Also wechseln wir den Kanal. Kanal 2. Jawohl. Sag mir dann einfach, ob sie da ist. Jo. Kanal 2? Jo. Ja, beeil dich. Er ist tot. Er ist tot? Ja. Aber ich hab keinen Schaden machen können, also steht es auch nicht. Verdammt. Yay. Also Kanal wechseln, Kanal 1. Diesmal mache ich ein bisschen mit. Natürlich nicht da. So ein Mist. Jo. Knapp verpasst. Gut, dann teleportieren wir uns mal zum Azossee und gucken, ob der Djinn da ist. Ich muss erstmal den See wiederfinden. Schräg links hoch. Das ist immer echt nervig, wenn man für sowas diese scheiß Monster braucht. Mhm. Na gut, bei dem Djinn hatten wir jetzt echt Pech. Nicht bei dem Djinn, bei den Zyklopen. Ja. Nope. Nicht da. Aber der taucht nicht manchmal auf. Der braucht eigentlich nicht so lange. Es sei denn, er ist auch
gerade in der. Ich warte jetzt erstmal, bis du bei mir bist. Ja, das ist mal echt nett von dir. Ja, ne? Ist mega anstrengend, hinter Helga herzurennen. Ja! Helga ist halt eine Schnelle. Helga ist einfach nur anstrengend. Alle hopp. Alle hopp. Okay. Aber da du jetzt da bist und der immer noch nicht da ist, Kanalwechsel. Kanal 2. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Warum sollten wir Spaß haben, wenn du auch keinen Spaß hast? nein, er ist wirklich nicht da. Kanal 3. Zurück zum Anfang. Zum Anfang zurück. Und natürlich ist er auch hier nicht da. Yay. Aber hier ist schon jemand aufgetaucht. Warum guckt er mich so an? Warum war er so dicht? Warum war er in mir drin? Ich hab Angst. Traubenkopf. Warum verfolgt er mich? Ich weiß nicht, der schleicht hier so um uns rum. Aber vielleicht soll der Djinn hier bald auftauchen. Zumindest ist der ja da. Wir können uns ja hinsetzen und ein Picknick abhalten. Yay, yay. Vielleicht hat er uns auch nur gesehen und gedacht, wir hätten voll Ahnung. Und wüssten, dass er gleich auftaucht. Helga hat sich hingesetzt. Ja. Ist aber kein schönes Grün. Hm. Warum setzt er sich dann die? Ja, guck mal, er macht ein Picknick. Traubenkopf weiß, was geht. Die Unterbüchse ist nass, aber oben lecker ein Brot rein. Das ist ein bisschen wie das, was wir bei ESO immer gemacht haben, wenn man auf einen Bossgegner gewartet hat. Das ist wahr. Aber da mussten wir selten so lange warten. Och. Zumindest kam mir das nicht so lange vor. 20 Minuten, glaube ich. Wir haben mal 20 Minuten an einem Boss leer gewartet. Albert, wir haben neue Emotes entdeckt, wo keiner von uns wusste, dass es die gab. Das ist eine ganz neue Bedeutung vom Riverdance. Richard muss erst aufstehen, bis er tanzen kann. Er kann echt schön tanzen. Ja, natürlich, er ist die Eleganz in Person. Besonders dieses Titel am Ende. Das gefällt mir. The forest greets you. Greetings. I can't say I'm happy to see you. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Hello. It's you. Oh mein Gott, er ist da! Das hat man keiner gefasst. Ja, Moment. Ich brauche meine Tränke wieder. Alter, sagst du das auch? Ich wollte gerade schon. Da sollte man aufpassen. Der kam wie eine Bombe, eine Wasserbombe. Und
sollte man von Konrad fernhalten. Wow. Schade, wir haben es nicht geschafft, ihn zu retten. Das war nicht nett. Danke, Traubenkopf, aber das war nicht nett. Ich finde den Namen gut. Ich habe für 33% Leben überlebt. Hast du das? Ja! Hier noch irgendwelche Sachen eingesammelt. Helga ist cool. Helga ist halt Musikkraft. Das Ding mit dem Rucksack ist sowas wie bei, ich weiß nicht, hab ich Diablo 3 mal gespielt. Hab so Tab-Kopplung. Eventuell gab es den Teilen davor auch schon. Auf jeden Fall, wenn du den attackiert, werden da halt random irgendwelche Sachen fallen, die wir einsammeln können. Okay. Oh, da sind viele gestorben. Jetzt bin ich auch mal. Hast du Hilfe? Ja. Ah, Mist. Ich dachte, wir werden schneller als er fertig. Schade, nicht fertig. Oh, jetzt kriegt der andere. Oh, ihr solltet da weg. Dankeschön. Sollte da definitiv weg. Hallo Nilpferde. Wow, ich bin schon wieder tot. Ja, deswegen sage ich ja, ihr solltet da weg. Ich habe einen Trank eingesetzt, es hat aber nicht gereicht. Was bist du denn, Helga? Hinten am Stein bei den Nilpferden. Ach da. Helga! Gut getan! Ja, ne? Hat leider doch nicht geholfen. Das ist schon krass. Die Spinne war einfacher. Die hat auch mega lange gedauert, yay, aber sie war einfacher. Wo ist der Jean? Da. Yay! Fehlt nur noch ein Fragment. Achso, ja, dann können wir uns aber auch wieder, ja, zurück teleportieren und uns dabei einen Zyklopen hinstellen. Ach, das wird ein Spaß. Wieder herausfinden, wo wir überhaupt waren. Jetzt musst du einfach wieder schräg runter nach rechts. Ah, da ist der Zyklop. So wie du eben schräg hoch links gegangen bist. Du weißt, dass ich das nicht so gut kann. Deswegen sag ich's ja einfach nochmal. Das ist sehr nett von dir, ja, aber sag das nicht so.
Ja. Da kann ich nichts für, das ist Helga-Style. Aha. Siehst du? Genauso wie das Richard-Style ist. Richard würde das nicht machen. Wahrscheinlich. Richard wäre viel zu gut. Der wird gar nicht mehr davon damit aufhören. Hallo Spinn. Hallo Spinn. Also ich glaube, dieser dumme Zyklop ist das Anstrengendste. Wollen wir es nochmal auf Kanal 1 probieren? Ja. Mein April O'Neil von Kanal 4 gibt's hier ja nicht. Ja, stell dir mal vor, du müsstest 10 Kanäle oder so durchgehen. Oh, ich glaube... Yay, er ist da! Ja, und da hat uns ja gleich getroffen. Ja, und jetzt muss ich unbedingt ganz schnell hin und Schaden machen. Yay! Ich will auch Schaden machen. Also er hat mir Schaden gemacht, steht das auch. Hey, warum ist... Ja, ist mir egal. Warum ist mein... Krank? Warum wurde ich denn jetzt zweimal gestunt? Das ist unfair. Konntest du schon Schaden machen? Er hat mich überhaupt... Ja, ich glaube so. Er hat mich überhaupt nicht getroffen. Trotzdem bin ich so gut wie tot. Ich bin nicht tot. Erstaunlich! Yay! Wir haben ihn geschafft! Juhu! Oh Mist, meine Tasche ist voll. Warte kurz. Löst dich nicht auf. Schmeiße einfach einen Trank weg. Es sind drei, aber ist egal. Ja, wir haben ihn ab. Heute waren wir echt sehr produktiv. Mann, so viele Und Riesen. Und wir sind noch nicht fertig. Halt. Frei. What the fuck? Wie viel haben wir denn da angelockt? 2 Millionen. Oh shit, ich bin gar nicht geheilt. Naja, die meisten. Könnte die Spinne aufhören, so auf mich abzufahren? Richard ist nicht unbedingt der Freund der Spinnen. Auf zum Altar beten. Segen Freischalter. Segen Freischalter. Der Halt. Yay. Der Wille des Kriegers. Fest. Verfolgung abbrechen. Nein. Wir haben den Halbmond freigeschaltet. Beten. Segen wechseln. Zerschmetternde Faust, heilende Nova. Oh, das klingt gut. Göttlicher Schlag. Alles mit Heilung ist gut. Und heilende Sphäre, das sind zwei Dinge, die Heilung beinhalten. Weißt du was? Leck mich am... Ich werde wechseln. Ich werde jetzt auch wechseln. Bam. Jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, aber ist mir vollkommen egal. Ah, ich kann wieder springen. Juhu! Stärkos! Das Ding wieder.
Das Ding kann ich immer noch, das mag ich. Oh, jetzt mal warten. Das hätte nicht sein müssen, aber okay. Und das da! Guck! Guck, was Yay, ich kann! Yeah. Heilung! Es ist so schön, dich wieder zu haben. Ich bin schon glücklich. Ich kann wieder springen. Yay! Das kann ich auch noch. Und irgendwie so einen komischen Gegenangriff machen jetzt. Neu, aber egal. So. Ach, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben teleportieren. Ganz nach oben? Ja, um mit der ollen Tatjana zu labern. Ganz nach oben? Was heißt ganz nach oben? Ganz unter den Schwarmklippen. Nördliche Drei-Wege-Straße von Padana. Warte mal kurz. Nebelwindhain. Da, ganz oben. Stell mir vor, man könnte sich nicht teleportieren. Oh mein Gott. Dann hättet ihr euch darauf einstellen müssen, dass wir die nächste halbe Stunde von A nach B reiten. Ja. Obwohl ich das in Elder Scrolls Online gerne mache. Ich bin gerne die ganzen Karten einmal durchgeritten. Ganz anderes. Das hat mich auch irgendwie 2 Stunden gekostet. Ich habe auch das Gefühl, dass du bei Elder Scrolls Online das Teleportsystem nicht verstanden hast. Ich mag es, durch die Gegend zu reiten, weil die Umgebung ist so wahnsinnig schön. Das ist bei jedem Elder Scrolls Teil was ganz anderes im Gegensatz zu diesem doofen Spiel hier. Muss ich nur mal echt sagen. There is no challenge we cannot overcome. Du hast den Segen vervollständigt? Ausgezeichnet. Die Fertigkeiten eines Gefährten des Kriegerkönigs sollten dir gute Dienste leisten. Nun werden wir für Gideon bereit sein, wenn wir auf ihn stoßen. Egal, welche Schattenbrut er uns auf den Hals hetzt. Gut, suchen wir ihn. In diesem Kontobuch, das du gefunden hast, steht, dass das Prana durch diesen Pass ins Gebirge geschmuggelt wird. Ich möchte, dass du das Kanusgebirge durch diesen Weg trittst und nach Hinweisen über Tätigkeiten der Gesichtslosen durchsuchst. Wenn wir die Gesichtslosen gefunden haben, finden wir auch ihre Festung und dann können wir uns endlich Gideon vorknöpfen. Ah, ich freue mich schon drauf. Stimmt wahrscheinlich nicht. Darf ich das wieder alleine machen ohne Helga, da freue ich mich nicht drauf. Oh, Trophäe erhalten. Angesicht D. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Story nähert sich dem großen Finale. Aber da ist noch so viel Welt. Ja, da ist noch sehr viel Welt. Ich meine, gut, wahrscheinlich wird wieder irgendwas passieren und dann, oh mein Gott, ihr müsst weitergehen, ihr Helden. Weil selbst links von den Gnolleinöden geht es ja auch noch weiter. Ja. Aber gut, vielleicht ist die Welt auch noch nicht so gigantisch und das kommt alles dazu, wenn das Level Cap erhöht wird. Das kann auch sein, weil ich meine, 45 ist jetzt nicht unbedingt sehr hoch angesetzt. Ich meine, für die Levelgeschwindigkeit schon. Ja, aber vielleicht wird die auch noch ein bisschen angepasst. Hey, King Julian! Oh, ein Reisender! Willkommen im Kanusgebirge! Hallo, Freund! Wie geht es dir? Ha, du klingst ja fast wie ein richtiger Shabiki. Hast du bei unseren Leuten unten im Süden herumgehangen? Du musst unbedingt mit mir ins Dorf kommen und mit den anderen reden. Unser Honigment wird dir schmecken. Honig, ach stimmt, du hast recht. Honigmet könnte auch sein. Honigmet? Ha, unser Honigmet ist der beste im ganzen Kanusgebirge. Davon wachsen dir glatt ein paar Schnurrhaare. Wir treiben Handel mit allerlei Abenteuern und Reisenden, die extra Halt machen, um unseren Met zu kosten. So gut ist er. Oh, und wer ist denn sonst noch in letzter Zeit vorbeigekommen? Du stellst jede Menge Fragen, weißt du das?
Ich merke mir doch nicht jeden, der hier vorbeikommt. Ich sage dir was, wieso schaust du nicht im Dorf vorbei und fragst die anderen? Und vergiss nicht, deine Shabiki-Imitationsnummer abzuziehen. Das wird sicher ein Brüller. Danke. Oh, da war schon wieder ein Hänger. Das ist so mega eklig. Was? Okay. Warum lachst du? Wegen dem Namen. Was ist gegen Putpo? Willkommen, willkommen. In letzter Zeit kommen hier jede Menge Reisende vorbei. Was für Reisende genau? Händler nehme ich an. Zumindest halten sie eine Wagenladung voller Kisten dabei. Konnte ihnen aber nichts Gutes abgewinnen. Ziemlich knurrige Gesellen wollten nichts von unserem Gebräu haben. Wie schrecklich unhöflich. Sag ich doch. Frischen Honigmet mit dem feinsten Honig direkt von den Bienenkorb gebracht, gebraucht. Aus dem Bienenkorb gebraucht. Gebraucht, ja. Wie kann man Nein zu sowas sagen, nachdem man den ganzen Tag so einen dummen Karren hinter sich hergeschleppt hat? Manche Leute haben einfach keinen Verstand, weißt du? Nichts am Hirn. Haben sie zufällig Masken getragen? Masken? Nee, nur normales Händlervolk. Wenn ich mich recht entsinne, durstige, unhöfliche Händler ohne Geschmack. Wenn du nach jemand Bestimmten suchst, solltest du nach Norden zum Herbati-Lager weiterziehen. Sind nicht gerade die freundlichsten dort, aber sie haben ein scharfes Auge auf alles. Auf alle, die hier vorbeikommen. Danke, das werde ich als nächstes versuchen. Jo. Wäre eine passende Stelle, glaube ich, für einen Break. Ja, eine Pause. Ja, viel heute geschafft. Wir haben echt verdammt viel geschafft. Ich bin schon ganz mürbe von den ganzen Monstern, aber ich freue mich, dass ich wieder heilen kann. Ich freue mich auch. Yeah! Yay! Das ist so gut. Und ich kann wieder stärkenlos reinspringen, also daneben springen. Ach, so schön. Na gut. Dann... Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Und bis Darren. Bis Darren.